Ja, hallo zusammen, hier der Manuel von Freiwillig Frei. Heute habe ich eine ganz besondere Ehre. Heute werde ich eine Diskussion oder Debatte moderieren. Und zwar zu Gast den Stefan Blankertz und den Oliver Janich, die ihr sicherlich kennen werdet durch diverse Beiträge, auch bei uns auf dem Channel, aber natürlich auch woanders. Und heute geht es um das Thema, ja, oder um die aktuelle Situation in der Flüchtlingskrise. Und wir werden da aus freiheitlicher Sicht zwei komplett unterschiedliche Standpunkte hören. Sonst würde ja auch eine Debatte keinen Sinn machen. Und ich finde es natürlich erstmal super, dass ihr zwei da auch gleich gesagt habt, Mensch, lasst uns das doch mal öffentlich ausdiskutieren. Vielleicht kann ja der ein oder andere auch davon profitieren. Ich selber bin auf jeden Fall auch schon gespannt. Ja, ansonsten sage ich einfach mal hallo Olli, hallo Stefan. Ja, hallo, danke für die Diskussion und ja, ich bin ganz gespannt. Ja, hallo an euch beide. Ja, wir haben ja auch vorhin schon ausgeknobelt, mehr oder weniger, dass der Stefan so mal anfangen wird, mal kurz seinen Standpunkt zu der aktuellen Situation eben darzustellen. Dann wird der Olli eben auch seinen Standpunkt nochmal kurz darstellen und dann haben wir uns vorgenommen, das Ganze eben Argument für Argument durchzusprechen. Ich versuche das dann auch ein bisschen zu überwachen, aber ansonsten sind wir alle schon erwachsen. Und Stefan, ich würde einfach mal sagen, auf los geht's los. Dann hast du so grob 4 Minuten, mal das kurz zu umschreiben, wie du die aktuelle Situation siehst und eben deinen entsprechenden Standpunkt dazu. Und dann übergeben wir das Wort an den Olli. Bist du ready, Stefan? Ja, ich bin ready. Na dann, auf los geht's los. Auf los geht's los. Ja, also meine Hauptsorge ist die, dass in der gegenwärtigen Situation der Staat sehr viel Legitimität zurückgewinnt. Das heißt also, in den letzten Jahren hat sich die libertäre Idee verbreitet, sind mehr Leute dazugekommen. Und ja, es gab ja auch viele Anlässe, unter anderem die Bankenrettung und Griechenland. Davon spricht im Moment keiner mehr. Das Verrückte daran an der Situation ist die, dass wir Probleme haben, die mit dem Sozialstaat zu tun haben. Aber das nicht wie sozusagen die libertäre Kritik noch eigentlich vor ein paar Wochen lautete, der Staat ist das Problem, sondern im Moment lautet die Kritik, zu wenig Staat ist das Problem. Es muss der Staat eine Grenze bauen, nicht einen antifaschistischen Schutzwall, sondern einen anti-islamischen oder sonst wie jedenfalls irgendeinen Schutzwall bauen. Damit werden sozusagen beide Seiten, die sogenannten Gutmenschen und Flüchtlingsfreunde, rufen nach staatlichen Maßnahmen, nach staatlicher Unterstützung. Nicht alle, aber zum Teil. Aber die Opposition ruft auch danach. Dies ist eine Situation, die für das staatliche System sehr vorteilhaft ist. Das heißt, wer auch immer sich durchsetzt, der wird zu mehr Staat führen. Es gibt noch einen zweiten wichtigen Aspekt dabei. Es ist ganz klar, dass der Sozialstaat, wie Milton Friedman ja auch gesagt hat, grundsätzlich nicht Einwanderung absorbieren kann, nicht damit fertig werden kann. Deswegen sind Grenzkontrollen ja auch ein Produkt des Sozialstaates im Anfang des 20. Jahrhunderts. Vorher waren sie unbekannt. Ja, also die Situation ist dann auch noch die, dass auch die gegenwärtige Regierung, auch ohne Revolution oder Putsch oder von was auch immer manche jetzt träumen, auch ohne einen Seehofer-Putsch, wird diese Regierung die Flüchtlinge auch abwehren. Und dann haben wir die Situation, dass die sogenannten Gutmenschen, dass die müssen auf der Seite der Regierung sein, weil die
Opposition ja gegen Flüchtlinge ist, da die Opposition, die gegen Flüchtlinge ist, aber schon lange fordert, dass sie abgewehrt werden, ist, sobald die Regierung entsprechende Maßnahmen ergreift, haben wir dann die Situation wieder, dass es keine Opposition gibt. Das heißt, das ist die Situation, so wie ich sie sehe. Und das erfüllt mich mit Sorge, weil der Staat ja so stark ist im Moment, dass unser Wohlstand, unsere Sicherheit stark bedroht sind. Und von daher ist das eben einfach eine Strategie, um die Opposition auszuschalten. Ja, super. Hast du denn Uhr mitlaufen gehabt? Auf die Sekunde genau 4 Minuten. Ja? Also Respekt. Ja, vielleicht noch ganz kurz, um deinen Standpunkt noch ein bisschen anders zu beleuchten. Würdest du dann sagen, Stefan, Grenzen schließen ist also dann überhaupt keine Option, sondern Grenzen auf und nieder mit dem Sozialstaat? Ja, also das ist keine Option. Okay. Gut. Olli, jetzt hast du natürlich eine Vorlage, weißt du, den Standpunkt vom Stefan. Jetzt hast du natürlich auch 4 Minuten, auch mal zu erklären, wie du das so siehst. Und auch bei dir werde ich natürlich sekundengenau auf die Zeit achten. Und los. Ja, also das war schon gut, dass der Stefan angefangen hat, weil wir hatten bis auf den letzten Satz jetzt überhaupt keinen Dissens. Also ich teile da die Analyse vom Stefan, dass die Gefahr besteht. Aber jetzt einfach mal meine grundsätzliche Ansicht dazu. Also wie wäre es, ich will mal erklären, wie wäre das eben in einer Privatrechtsordnung ohne Staat, abgesehen davon, dass viele dieser Probleme dann gar nicht existieren würden, weil dann ja Staaten keine anderen Staaten kaputt machen würden. Da ist es so, in einer Privatrechtsordnung entscheidet natürlich jeweils der Eigentümer, ob man einen Fuß auf sein Eigentum setzen kann. Also es gibt da auch Beispiele jetzt schon innerhalb von Staaten, zum Beispiel die Gated Communities. Da ist es so, dass man oder auch fast schon private Städte zu nennen, am Eingang wird man eben kontrolliert, ob man entweder ein Gast ist von einem, der da schon wohnt oder eine Einladung hat oder eben einer der Bewohner dieser Stadt ist. Das heißt, Libertarismus heißt, dass jeder Mensch frei ist, sozusagen sein Eigentum zu verteidigen, aber er ist nicht frei, überall hinzugehen, wo er Lust hat, sondern das entscheidet der jeweilige Eigentümer. Die Situation haben wir nicht natürlich in einem Staat, sondern in einem Staat übernimmt die Funktion des Schutzes des Eigentums der Bürger ja der Staat. Gezwungenermaßen, also wir würden uns das anders wünschen, aber das ist ja auch für einen libertären Minimalstaat, da ist die einzige Staatsaufgabe der Schutz des Eigentums und des Lebens seiner Bürger. Und dazu gehört natürlich auch der Grenzschutz, ja, weil es ist ja so, in einem Wohlfahrtsstaat, ab dem Zeitpunkt, wo der Flüchtling den Boden der Bundesrepublik Deutschland betritt, beginnt er ja das Eigentum anzugreifen seiner Bewohner, weil er wird ja von Anfang an versorgt vom Wohlfahrtsstaat oder auch durch die Flüchtlingshilfe, egal, durch staatliche Mittel. Und das muss ja derjenige, der hier schon wohnt, bezahlen. Das heißt, das ist sozusagen eine Aggression gegen sein Eigentum. Und da muss eigentlich meiner Meinung nach die libertäre Position sein, dass das natürlich nicht geht. Aber der Libertäre hat natürlich nichts dagegen, dass irgendjemand hierher kommt und zum Beispiel hier arbeitet oder dass er eingeladen wird von jemandem. Es gibt auch in Staaten so Bürgschaftssysteme, dass dann jemand bürgt für ihn. Oder was mein Vorschlag in der Diskussion war, der könnte einfach an der Grenze unterschreiben. Nein, er verzichtet komplett auf Transferleistungen. Dann kann er natürlich jederzeit hierher kommen. Also ich bin... Im letzten Satz habe ich einen Dissens zum Stefan. Natürlich hat der Staat dann die Aufgabe, an der Grenze diese Auswahl vorzutreffen, weil der Privatbürger darf es ja nicht, ja, weil das Gewaltmonopol liegt ja eben beim Staat. Es war jetzt kürzer als 4 Minuten, aber ich glaube, das reicht erstmal. Na, okay. Ja, soll ich da direkt jetzt darauf antworten? Genau, so haben wir uns vor. Ja, von mir aus gern. Okay. Also die Analogie von staatlichen Grenzen und Grenzen von Eigentum halte ich für verhängnisvoll. Die Sache geht ja in zwei Richtungen. Wenn der Staat den Flüchtling an der Grenze abwehrt,
dann verletzt er damit ja das Eigentumsrecht von denjenigen, die Flüchtlinge aufnehmen würden. Und insofern ist es vollkommen gleich, was er tut. Darf ich an der Stelle eingreifen, weil das ist ja schon das erste Argument? Ja. Ja, nee, das habe ich ja gerade gesagt. Wenn einer eine Einladung von jemandem hat, der den gerne aufnehmen würde, dann darf er ja rein. Aus meiner Sicht, das ist natürlich in unserem Staat nicht so, aber zum Teil ist es tatsächlich so, dass wenn man eine Einladung hat oder bürgt, also ich weiß, das war dahin, wo ich auswandere, da ist es umgedreht so. Also wenn man von da, ich kann es jetzt sagen, von den Philippinen kommt, dann kann man zum Beispiel jemanden aus den Philippinen einladen und für ihn bürgen. Das ist schon so. Naja, aber das ist ja genau das, was du jetzt sagst, ist ja eine alternative Möglichkeit. Das heißt, die Diskussion, die wir im Moment haben, ist ja diejenige, als die, es gäbe nur offene Grenzen und den antifaschistischen Schutzwall. Es wird ja so getan, als ob es gar keine andere Option gibt. Und jeder, der über andere Optionen spricht, wird ja von beiden Seiten sozusagen angegriffen. Und das ist ja das Verhängnisvolle jetzt sozusagen an diesem Parteiergreifungszwang. Man muss eine dieser Parteien, eine dieser Positionen übernehmen. Man kann gar nicht mehr diskutieren. Das, was du gerade ins Spiel gebracht hast, Oliver, ist ja eine Möglichkeit. Die wird ja nicht eingeräumt. Das heißt, der Staat gibt uns vor, wie wir mit Flüchtlingen umzugehen haben und das ist zu kritisieren und nicht, dass er den Grenzschutz nicht leistet. Ja, also gleich darauf nochmal, ja, also da haben wir keinen Dissens. Also es gibt eine gewisse Schwierigkeit auch in der Diskussion. Ich merke das auch auf meiner Facebook-Seite, dass dadurch, dass ich nicht jedes Mal meinen Standpunkt klar machen kann, missverstehen das viele. Also ich habe viele, die dann die Freundschaft kündigen. Noch mehr aber durch meine Posts, noch mehr gewinne ich im Moment an Followern. Und ich kann das auch nicht jedes Mal erklären. Nur und ich sehe das genauso wie du, dass die Diskussion in der Öffentlichkeit da verkürzt ist. Aber wir müssen ja darüber diskutieren, oder können wir die Grenzen ganz offen lassen oder nicht? Oder wollen, müssen wir jetzt nicht, aber wollen wir darüber diskutieren? Und da sage ich ganz klar, nee, es braucht eine Kontrolle am Eingang. Und wenn es diese Kontrolle ist, dass man überprüft, hat derjenige eine Einladung? Das muss ja auch irgendjemand überprüfen, ob der jetzt rein darf. Und wir haben ja nun mal im Moment die Situation, dass da oder Tausende jeden Tag auf einmal kommen. Und dafür muss man ja eine Regelung treffen. Und da kann die Regelung meiner Meinung nach nur heißen, dass man eben genau an der Grenze prüft. Zum Beispiel, dass man sagt, ja, ohne Pass kommt man schon mal nicht rein. Ich komme auch nirgends in ein anderes Land mit Pass rein. Oder eben prüft, ob der überhaupt von dem Land kommt, das asylberechtigt ist. Also 99% oder 98% haben ja gar keinen Asylgrund. Und das kann man leicht an der Grenze prüfen. Da muss ich ja gar keine komplexen Dinge tun, sondern entweder das kann man ja an der Nationalität schon prüfen, dass die keinen Asylgrund haben, weil in vielen Ländern ja aus unserer Sicht niemand politisch verfolgt wird. Warum soll man das nicht an der Grenze machen? Wo soll es das denn sonst machen? Naja, was heißt aus unserer Sicht? Also einer meiner Freunde ist ein Flüchtling aus Pakistan. Der wird natürlich von der öffentlichen Politik wird Pakistan als sicheres Land eingestuft. Das ist ganz klar, dass er von Islamisten verfolgt wird. In Pakistan gibt es Todesstrafe gegen Blasphemie und so. Das ist vollkommen egal. Das Gleiche gilt ja nicht irgendwie für Saudi-Arabien. Das heißt also, genau diese Wir-Position ist ja das Problem. Also Und das ist ja die Politik, die sich auf die Weise so durchsetzt. Der Staat macht uns ja zu diesem Wir. Und die Frage ist, wie haben wir Optionen, da auszusteigen? Und was ist die Option, da auszusteigen? Und können wir etwas dagegen unternehmen? Und wir können nicht etwas dagegen unternehmen, indem wir
gerade diese Staatsfunktion, nämlich die Grenzen zu sichern, das heißt sein Territorium, über das er herrscht und über das, auf dem er die Steuern erhebt und auf dem seine Regeln gelten und Alternativen eben nicht gelten können, wenn wir das stärken sozusagen, dann stärken wir eben den Staat in seiner Kernfunktion. Und das ist das, was ich daran so problematisch finde. Ja, das ist ja auch wieder ein gutes Beispiel. Also dann, jetzt gehen wir mal davon aus, dass deine Einschätzung richtig ist, dass der Mensch da verfolgt ist und der Staat auch da wieder unfähig ist, das sozusagen richtig zu regeln. Aber auch da wäre die Lösung einfach, dass er kommt, dieser Freund kommt auf deine Einladung oder er verpflichtet sich eben an der Grenze, sagt, ich will gar keine Transferleistungen, ich will nur Schutz. Und dann muss er ja irgendwo zur Miete wohnen, dann kann er das offensichtlich auch bezahlen oder sich ein Haus kaufen. Das wäre doch dann die richtige Lösung. Aber auch da würde man das an der Grenze prüfen und nicht erstmal ein paar Millionen reinlassen und dann schauen, ob irgendeiner von denen berechtigt ist. Vielleicht, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Ja, ich meine, ich finde es auf jeden Fall interessant, so das, was auch Stefan angesprochen hat, dass es überhaupt gar keine anderen Optionen eigentlich im Moment gibt, die diskutiert werden, sondern dass es wirklich eigentlich nur sperrangelweit offen ist, gleich nicht existent oder dicht machen. Ja, das sind so die beiden Standpunkte, die sicherlich sehr oft vertreten werden. Seht ihr denn überhaupt eine reelle Chance, dass eine Option oder halt eine andere Option wie dicht machen oder aufmachen realistisch sein könnte, dass sowas überhaupt passieren könnte? Und wenn nein, tendierst du dann dazu, Olli, zu sagen, dann lieber erstmal komplett dicht machen, bis man irgendwie so eine Regelung gefunden hat, sei es Empfehlung oder wie auch immer. Und dann die Frage an dich, Stefan, würdest du eher sagen, also bevor wir hier dicht machen, eher komplett auf und das Sozialsystem kollabieren lassen? Also, hast du gemein gefragt an Stefan. Also ja, ich sehe 100% eine total realistische Chance, dass man das vernünftig regelt, und das ist auch in den meisten Staaten vernünftig geregelt. Also ich habe es jetzt schon gesagt, ich habe mich jetzt auch in einem anderen Interview geoutet, ich wandere auf die Philippinen aus und da ist es ja genau so. Da wird kontrolliert, da musst du einen Rückflug vorweisen, wenn du da hinfliegst, dann kannst du dort bei den Behörden aber eine längere Aufenthaltsgenehmigung beantragen, musst dann mindestens einmal im Jahr raus, und wenn du da einsiedeln willst, dann musst du sogar 20.000 Euro, glaube ich, jetzt nagel mich nicht fest, weil ich mich noch nicht so drum gekümmert, mitbringen, um überhaupt rein zu dürfen. Australien macht zum Beispiel so, dass es ganz klar sagt, nein, ihr kommt jetzt erstmal nicht rein, wenn hier jemand versucht, illegal einzuwandern, aber auch in Australien kann man ja einwandern. Ja? Also die haben eine sehr hohe Einwanderung, aber das wird eben, kenne ich jetzt die Kriterien nicht genau, aber das wird eben dann geprüft. Und wie gesagt, selbst in Deutschland und auch in der Schweiz ist es so, dass man, wenn man Bürgen hat, ich glaube, da braucht man zwei, ich bin jetzt kein Stazi, ich kenne jetzt nicht alle Regeln auswendig, aber auch da ist es so, wenn man Bürgen hat, kann man rein. Also das ist überhaupt kein Problem, und das Problem wird künstlich ja von Staaten erzeugt, meiner Meinung nach vom eigenen Staat in Deutschland, weil man denen ja gesagt hat, ja, kommt alle her, ihr dürft erstmal rein, in dem Fall die Angela Merkel, und die hat dieses Problem ja erst erzeugt, aber dafür kann ja sozusagen der Vernünftige nichts, der eine ganz andere Regelung will. Ja, genau. Also der Staat hat das erzeugt. Ob es Angela Merkel erzeugt hat, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber was ist die, sozusagen, was ist realistisch? Zu deiner Frage, Manuel, ob das Sozialsystem kollabiert oder nicht, ist nicht eine Frage, ob Flüchtlinge hereinkommen oder nicht. All die Diskussionen, die wir jetzt hatten, die gab es auch schon vorher. Jetzt war gerade wieder die Nachricht, dass unser umtriebiger Herr Sinn wieder mal Unsinn geredet hat und gesagt hat, ja, wegen der Flüchtlinge müsste das Rentenalter aufgesetzt werden. Ja, meine Güte, wie kurz ist das Gedächtnis? Diese Diskussion um die Raufsetzung des Rentenalters, die hatten wir ja schon vor ein paar Jahren ganz ohne Flüchtlinge. Das heißt also, oder
jedenfalls diese Flüchtlingskrise. Das heißt, das hat gar nichts miteinander zu tun. Da werden Dinge versteckt, sozusagen. Und das ist dem Staat auch sehr recht, dass das versteckt wird. Und insofern ist da eine große, sozusagen eine sehr große Vertuschungsaktion. Darf ich da kurz reingehen mit dem Sinn? Ja, also natürlich nutzen jetzt alle möglichen Leute, ihre Themen wieder aufs Tapet zu bringen. In dem Fall finde ich das aber gar nicht so negativ, und zwar aus zwei Gründen. Also du hast natürlich völlig recht, die Sozialsysteme kollabieren auch so, aber sie werden natürlich ganz klar zusätzlich belastet. Da brauchen wir, also das kann man ja nicht leugnen. Aber in der Öffentlichkeit wird zumindest dann wieder mal darauf hingewiesen, dass wenn man mehr Leute aufnehmen würde, müsst oder wenn die Kassen mehr belastet sind, sagen wir mal so allgemein, muss man das Rentenalter raufsetzen. Oder eine andere sehr interessante Diskussion war mit dem Mindestlohn. Einige haben jetzt gesagt, wir müssen den Mindestlohn aussetzen für Flüchtlinge. Damit geben diejenigen ja aber zu, dass ein Mindestlohn Leute vom Arbeitsmarkt aussperrt. Also muss es nicht immer so negativ sehen, dass wenn jetzt natürlich Leute das nutzen, die Flüchtlingsdiskussion, um ihre Themen durchzubringen, kann das in Teilen auch positiv sein. Ja, das sehe ich auch so. Und genau das wäre ja genau die alternative Option, zu sagen, anstatt die Grenzen, die Parolen von den Grenzen dicht zu machen, zu sagen, ja, hebt diesen blöden Mindestlohn auf, hebt dieses bescheuerte Berechtigungswesen in Deutschland auf. Mhm. Das sind doch die Dinge, die man jetzt angehen könnte, wenn es eine antistaatliche Opposition gäbe, sozusagen eine halbwegs liberale, die muss ja gar nicht mal radikal sein. Mhm. Wir haben, Manuel hatte vorhin noch gefragt, nach realistischen Alternativen. Da brauchen wir gar nicht so weit zu gehen. Im 19. Jahrhundert, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts haben London und dann vor allen Dingen die Vereinigten Staaten Hunderttausende Ostjuden als Einwanderer gehabt. Mhm. Und ich will das überhaupt nicht beschönigen. Da gab es zum Teil, haben die im Elend gelebt, das ist richtig. Aber dieses Elend war besser als das Elend, was sie in Russland hatten, besser als die Verfolgung. Und heute machen die Juden in den USA eine wohlhabende, gebildete Schicht aus. Das heißt also, da ist innerhalb von kurzer Zeit, nämlich von wenigen Generationen, ist es gelungen, eine sehr große Menge Menschen in ein noch halbwegs offenes Wirtschaftssystem einzubringen. Die konnten sich dort eine Existenz aufbauen. Und das ist natürlich die Alternative, für die wir eintreten könnten. Anstelle dieser staatsunterstützenden Parolen. Ja, aber genau das ist ja auch wieder sozusagen Argument in meine Richtung, weil ich bin auch 100% damit dir einig, aber wir haben ja einen Wohlfahrtsstaat. Die Situation damals, also wirst du besser wissen, war ja kein Wohlfahrtsstaat, wir sind ja nicht in Wohlfahrtsstaaten eingewandert. Da sind wir uns ja total einig. Also in einer freien Marktwirtschaft bedeutet auch, vielleicht kann ich das hier auch mal deutlich sagen, habe ich auch woanders schon gesagt, in einer freien Marktwirtschaft ist Einwanderung immer positiv. Weil wenn jemand Arbeit findet, bedeutet das auch, dass er Wert schöpft und das bedeutet auch, dass er sich integriert, obwohl es sozusagen ein kollektivistischer Anspruch ist. Ja. Aber es bedeutet eben faktisch, dass er sich auch integriert. Aber wir haben ja nun mal einen Wohlfahrtsstaat. Und damit, ja. Ja, naja, Ludwig von Mises sagt, dass in einer freien Wirtschaft gibt es immer zu wenig Arbeitskräfte gemessen an den Ressourcen. Genau. Ja. Ja, insofern, ja, da sind wir uns einig. Aber wie gesagt, wenn ich eben in einen Wohlfahrtsstaat, und du hast natürlich dann zusätzlich, das ist ein Aspekt, das ist gesellschaftspolitisch, aber das diskutierst du ja auch gerne, haben wir natürlich zusätzlich den Aspekt, dadurch, dass man bei uns in den Wohlfahrtsstaat einwandern kann und die tatsächlich halt unterstützt werden, auch es auch Unruhe in der Bevölkerung gibt. Ja, also es ist ja nicht so, dass diejenigen, die sich da Sorgen machen, da völlig
Unrecht haben. Weil es ist, und diese, was man da jetzt verstärkt, auch glaube ich, in den nächsten Wochen sehen wird und Monaten und sogar im Mainstream jetzt schon ankommt, diese Sache, ja, das ist zwar eine etatistische Diskussion, das wirst du gleich sagen, da gebe ich dir recht. Die sagen, ja, also für die ist jetzt Geld da, für uns war aber keins da. Ja? Das führt einfach Unruhe auch allgemein in der Bevölkerung. Dann sagt, ja, warum sind denn da jetzt plötzlich die so und so viele Milliarden da, wo nichts für Kindergärten und so weiter. Dann werden die Leute aus ihren Wohnungen geschmissen, auch wenn es noch Einzelfälle sind. Also es ist alles natürlich ein etatistisches, geschaffenes Problem. Aber das muss man eben auch berücksichtigen, weil wir keine freie Marktwirtschaft haben. Wenn wir eine freie Marktwirtschaft hätten, wäre das alles kein Problem. Also um es auf eine Formel vielleicht ganz kurz. Du kannst nicht einen Wohlfahrtsstaat und offene Grenzen gleichzeitig haben. Das geht nicht. Das ist mir klar. Das vertrete ich ja auch zu 100%. Genau das ist ja auch mein Punkt. Die Sache ist nur, dass die Diskussion ja im Moment so tut, als wenn man doch ja, die relative Behaglichkeit dieses Wohlfahrtsstaates erhalten könnte, wenn man die bösen Ausländer raussetzt. Ja. Und ja. Das ist doch die fatale, diese fatale Illusion, die da herrscht. Und du hast gerade den Begriff Integration fallen lassen. Das ist ja auch so ein etatistisches Konzept. Also in den USA gibt es Chinesenviertel, wo Chinesen leben, die immer noch kein einziges Wort Englisch sprechen und die trotzdem ihr Leben da, und die haben auch noch nie Transferleistungen über Generationen gehabt. Was ist das für ein Unsinn sozusagen? Warum muss jemand Deutsch können, um hier zu arbeiten? Dieser Anspruch, oder wir müssen denen jetzt Kurse geben und wir müssen denen dieses und wir müssen denen das Grundgesetz auf Arabisch geben und weiß der Kuckuck, was da alles gemacht wird. Das sind ja alles Dinge, die vollkommen sinnlos sind. Ja. Und in Wirklichkeit müssen diese Leute Chancen haben, und sie dürfen keine Transferleistungen erhalten. Das sind die beiden Grundpfeiler sozusagen, auf denen das ruhen kann. Und die Sorgen sind vollkommen, die Leute sich machen. Ich gehe überhaupt nicht über die hinweg, auch was Kriminalität betrifft. Nur das ist ja auch so eine Sache, dass der Staat alles Mögliche macht und alles Mögliche überwacht, aber nicht effektiv Kriminalität bekämpft. Richtig. Und jetzt dann zu sagen, die Alternative ist, alle rauszuhalten, das ist genauso. Murray Rothbard hat mal dieses schöne Gedankenexperiment gemacht, gesagt, wir könnten ja alle jungen Männer zwischen 18 und 25 vorsorglich inhaftieren, denn das sind diejenigen, die meisten kriminellen Akte begehen. Also genau das Gleiche ist, es ist doch kollektivistisch zu sagen, wenn von 1000 Leuten, die kommen wollen, wenn, egal wie viel, sag mir nur Prozentsatz, wenn da von 10%, 20%, 30% kriminell sind, heißt es ja doch trotzdem, dass da 700 Menschen nicht kriminell waren. Ja. Und weil der Staat nicht in der Lage ist, Sicherheit zu gewähren. Deswegen sollen sozusagen diejenigen, die sich haben nicht zu Schulden kommen lassen und die sich nicht zu Schulden kommen lassen wollen und die wirklich verfolgt sind, deswegen sollen die abgewehrt werden. Das ist doch vollkommen pervers, sozusagen. Dieser Gedanke ist schon so pervers, dass man sozusagen das Staatsversagen auf diese Weise kaschieren will. Ja, also da haben wir auch wieder keinen Dissens, das habe ich aber auch schon öffentlich oft genug gesagt. Natürlich, du kannst nicht sagen, wir lassen jetzt Leute aus dem, zum Beispiel Muslime einfach nicht mehr rein, weil die auch im Schnitt krimineller sind, das kann man eben nicht. Ja? Aber und ich gebe dir auch recht, dass das viele aber so sehen. Ja? Also viele sagen, ja, wir dürfen gar keine, oder Denkende sagen dürft, tun sie ja schon gar nichts mehr, weil das ja auch verfolgt wird, da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass es das nicht richtig ist. Aber
also dass ich nicht sagen kann, ich lasse keine Muslime mehr rein. Aber die Lösung ist eben viel einfacher, wäre viel einfacher, dass ich sage, ja, die müssen einfach auf Transferleistung verzichten. Also das könnten sie ja sogar, wie ich es vorgeschlagen habe, obwohl wir einen Wohlfahrtsstaat haben, könnten die reinkommen und sagen, wir verzichten drauf. Dann hast du nämlich wahrscheinlich 80-90% derer, die reinkommen wollen, hast du dann gar nicht mehr. Und ich gebe dir auch recht, mit dem Kriminellen muss man dann eben umgehen. Da ist der Staat wie immer ineffizient. Aber auch da, also da sind wir uns auch wieder völlig einig. Ja. Nur es ist natürlich in der Diskussion klar, das ist auch eine andere Diskussion, die, wenn ich zum Beispiel mal poste, da hattest du ja auch was unter meinem Post geschrieben, ja, dass da in Flüchtlingsheimen Vergewaltigungen und so weiter und die Kriminalität, das darf man aber trotzdem nicht verschweigen. Jetzt nicht, weil die libertäre Lösung ist, die nicht reinzulassen. Das habe ich erklärt, was die libertäre Lösung ist, sondern das mache ich, weil ich ja auch investigativer Journalist bin und gegen diese Falschdarstellung der Mainstream-Presse vorgehen will, die das verschweigt. Also unabhängig davon, was die Lösung ist, geht es natürlich auf den Zeiger, dass das verschwiegen wird, dass die Kriminalität da sehr hoch ist und vor allem diese Vergewaltigungen stattfinden. Das habe ich auch anderweitig recherchiert, dass das, was dort in der Mainstream-Presse steht, ist ja noch weit untertrieben. Und deswegen sehe ich meine Aufgabe auch darin, darauf hinzuweisen. Und es ist ja nicht meine Aufgabe dann, weil dann werde ich oft kritisiert und sagen Leute, du gießt dir zusätzlich Öl ins Feuer. Ja, das ist ja nicht meine Aufgabe, zu sagen, ich verschweige jetzt genauso wie die Mainstream-Presse was, weil da irgendwas ein Öl ins Feuer gegossen wird, sondern ich versuche einfach relativ objektiv die Fakten zu präsentieren. Und da die Mainstream-Presse das nicht macht, poste ich jetzt mehr in diese Richtung als die Mainstream-Presse. Aber das sind ja sozusagen gesellschaftliche Probleme, wo wir uns einig sind, was die libertäre Lösung ist. Aber deswegen kann man sie ja nicht verschweigen. Nein, also gilt das Gleiche für mich. Ich kann auch nicht immer alles erklären. Und manchmal gibt es vielleicht auch eine missverständliche Antwort. Ich bin an diesem Punkt auch vollkommen mit dir einer Meinung. Das Verschweigen von Kriminalität, was von Flüchtlingen, Ausländern, Minderheiten, religiösen oder ethnischen, kulturellen Gruppierungen ausgeht, dies ist auf jeden Fall, natürlich ist es abzulehnen, weil es gegen die Meinungsfreiheit geht, gegen die Information, aber es ist ja, und das ist auch wiederum so was Perverses. Es ist ja in Wirklichkeit auch etwas, was diejenigen, die nicht kriminell sind, diskriminiert. Weil in Wirklichkeit führt es ja dazu, dass sozusagen alle Ausländer oder alle Muslime stigmatisiert werden. Mhm. Gerade deswegen, weil man das sozusagen als ein Gruppenereignis sieht und nicht als etwas, dass da Kriminelle vorgehen und diejenigen, die darunter leiden, das sind doch diejenigen, das ist doch die Masse der Flüchtlinge. Und wenn man sich anguckt, was der Staat im Moment mit diesen Menschen macht, das ist doch die widerlichste Form von Planwirtschaft, die man überhaupt machen kann. Die Menschen zusammenfärchen und verteilen in Quoten. Also ich meine, konnte Stalin sich irgendwie was Perverseres ausdenken oder Hitler? Das ist doch, das ist heute, ja, es geht doch nicht anders, wird gesagt. Ne? Und das heißt, diese Leute, die unter diesen extremen Bedingungen existieren, das muss man ja einfach mal sagen, die der Wohlfahrtsstaat ihnen diktiert. Sie können ja nicht anders. Die leiden doch unter diesen kriminellen Akten und der Staat tut nichts dagegen, sondern er verschweigt es. Genau auf die Weise hat ja auch der Nationalsozialismus es geschafft, dass noch jahrzehntelang später in der Bevölkerung die Meinung herrschte, dass es keine Kriminalität gegeben hätte. In der Zeit des Nationalsozialismus. Die Kriminalitätsrate war genauso hoch wie vorher, nur es war verboten, darüber zu berichten. Ah ja, interessant, wusste ich gar nicht. Ja, das ist, also, das ist, da gibt es Untersuchungen, aber die Untersuchungen
die haben ja dieses Vorurteil auch gar nicht aushebeln können. Mhm. Das heißt also, es werden ja auch dann die Flüchtlingsfrauen, die dort angegriffen werden, die werden ja nicht geschützt vom Staat. Naja. Und das ist doch der Skandal daran. Also da sind wir uns natürlich auch einig, aber jetzt mal so ein bisschen Butter bei die Fische. Wie würdest du denn, wenn du Staat wärst, die Problematik lösen, ohne den Wohlfahrtsstaat aufzulösen? Also wir wissen beide, der Wohlfahrtsstaat wird sich jetzt nicht auflösen und wahrscheinlich wird auch meine Lösung nicht umgesetzt, dass die einfach unterschreiben, dass sie keine Transferleistungen beziehen wollen. Wie würdest du es dann in der aktuellen Situation an Staatsstelle lösen? Naja, es gibt keine Lösung, ohne den Staat zu verändern, also oder abzuschaffen. Also und was wäre der Sinn der Frage, was würde ich an der Stelle des Staates tun oder als Staatschef tun, wenn ich denn so einer werden würde, Gott behüte. Aber dann muss es doch möglich sein, Maßnahmen zu ergreifen. Guck mal, wenn es möglich ist, die Grenzen dicht zu machen mit Militär, dann muss es doch auch möglich sein, was am Sozialstaat zu verändern. Das heißt, Veränderungen fordern doch beide Seiten. Auch diejenigen, die fordern, die Grenzen zu sichern, fordern doch eine Veränderung. Und wenn wir Veränderung durchsetzen können, dann sollten wir doch das Richtige durchsetzen und nicht das Falsche. Das ist das, was ich dazu denke. Das heißt also, die Frage, was würde ich tun? Ja, ich würde den Mindestlohn abschaffen, ich würde das Berechtigungswesen abschaffen. Damit würde ich anfangen zum Beispiel. Andere Hindernisse, wirtschaftliche Hindernisse, das wären die wichtigsten Maßnahmen. Und würdest du das für geeignet halten, was ich vorgeschlagen habe, dass man einfach an der Grenze die unterschreiben lässt, dass sie gar keine Transferleistung beziehen wollen? Würdest du das befürworten oder nicht? Dass man sie reinlässt und sagt einfach, der verzichtet einfach per freiwilligen Vertrag, er verzichtet einfach auf Transferleistungen. Ja, das wäre ein kleiner Schritt, wäre auch eine Möglichkeit. Dann sind wir uns da auch einig. Ich bin mir auch in den anderen Sachen mit dir einig. Irgendwie diskutieren wir eher, sagen wir mal, oder dass für dich eben die Diskussion in die falsche Richtung geht, und da gebe ich dir recht, das kann man ja gar nicht leugnen, das ist so, ja, dass immer nur mehr Staatslösungen diskutiert werden. Aber ich möchte dann versuchen, dich ein bisschen auf einen Punkt festzunageln, und zwar, ob du mir recht gibst in meiner Argumentation, dass indem man oder jemand, der sagt, dass man jeden reinlässt in einen Wohlfahrtsstaat, der übt in dem Moment eine Aggression gegen mein Privateigentum aus, weil er sicher ist, dass er versorgt wird von meinem Geld. Gibst du mir an dem Punkt recht? Nein, weil das die Illusion enthält, dass das Diebesgut, was der Staat hat, dass das sozusagen dein Geld ist. So. Das ist es ja nicht. Also sobald du das als dein Geld ansiehst, hast du ja schon dem Staat zugestimmt, dass er sozusagen der Sachwalter deines Geldes ist. Nee, im Gegenteil. Ich sage der Dieb ist nicht der Sachwalter deines Geldes, sondern das ist der ist der Dieb. Das heißt also, was der Staat mit dem Geld macht, wem er das Geld gibt, das ändert nichts daran, dass er es gestohlen hat. Und ob er das einem Flüchtling gibt oder ob er das einem Deutschen gibt oder ob er das nach Griechenland gibt oder wem auch immer er dieses Geld übergibt, ob er es VW übergibt oder. Also es gibt da ja eine ganze Reihe Transferempfänger. Die meisten Transferempfänger sind ja sowieso die großen Institutionen und Unternehmen. Wem auch immer es gibt, es ist eben Hila-Ware.
Und deswegen ist es nicht so, sozusagen sich eine Gruppe rauszusuchen und sagen, die Flüchtlinge sind es jetzt diejenigen, die mein Geld konsumieren. Warum nicht Griechenland weiterverfolgen, sozusagen, dieses Thema, ne? Ja, aber da fährst du jetzt in die statistische Falle, weil ich sage, ich will es nirgends hingeben. Ich will es weder in Griechenland geben, ja, aber ich will es auch nicht zu den Flüchtlingen geben. Das ist auch richtig. Aber ich weiß ja sicher, dass wenn der Flüchtling kommt, dass er mein Geld kriegt. Also ich bin ja dagegen, dass es der Flüchtling bekommt, also lasse ich ihn nicht rein. Ich bin dagegen, dass es Siemens per Agrarsubvention bekommt. Ich bin dagegen, dass es Griechenland bekommt. Ich bin ja auch in der Sache jeweils gegen die jeweilige staatliche Maßnahme. Also bin ich natürlich, aber du bist ja auch, hast du ja selber gesagt, du bist jetzt dagegen, das den Griechen zu geben, ja, oder den Banken, sagen wir mal. So, das sagst du ja auch. Also kann ich ja auch sagen, ich bin dagegen, das den Flüchtlingen zu geben. Ja, genau. Das sage ich auch. So weit sind wir d'accord. Nur die Frage ist, bedeutet das, dass ich ihn an der Grenze erschießen muss, damit er nicht reinkommt? Das ist sozusagen. Ja, das ist natürlich absichtlich überspitzt auf das Erschießen, aber das ist ja genau dasselbe beim Steuerzahlen oder Subventionen. Ja? Also du wirst ja erschossen, wenn du die Steuern nicht zahlst und wenn du. Ja, genau. Ja, aber wenn zum Beispiel jetzt einer eine Subvention abgreift und du verbietest das und der geht ins Gefängnis und wehrt sich, dann wird er auch erschossen. Das ist ja immer am Ende des. Die Konsequenz aus der staatlichen Maßnahme, dass wenn sich einer dagegen wehrt, dass er erschossen wird. Also naja, der Flüchtling ist im Prinzip ist er ja in der gleichen Situation wie der Steuerzahler, wenn er an der Grenze abgelehnt wird. Er wird ihm unterworfen sozusagen dieser Regelung, die der Staat getroffen hat. Ja, genau da an diesem Punkt will ich sozusagen diskutieren. Das ist eben genau nicht so. Also, wenn du jetzt eine befürwortest, jemand reinzulassen, dann wird ab dem Zeitpunkt Aggression gegen mein Privateigentum ausgeübt, aber umgedreht mit meiner Position, dass ich sage, nicht reinlassen, übe ich weder eine Aggression gegen dein Privateigentum aus, weil du musst den nicht mitfinanzieren und ich übe auch keine Aggression gegenüber dem Flüchtling aus, weil dem wird er sein Privat, das ist ja definiert im Libertarismus, das ist sein Körper und er hat das Recht, freiwilligen Tausch zu begehen und so weiter, aber du nimmst ihm ja nichts weg, weil er kann ja immer noch freiwillig mit allen Leuten außerhalb Deutschlands tauschen, weil der war ja vorher nicht in Deutschland. Verstehst du? Du verwehrst ihm, das ist genauso, wie wenn ich sage, ich lasse jemanden nicht in meine Wohnung rein, man kann natürlich mit den Leuten hier drin in meiner Wohnung nicht tauschen, aber es ist ja auch mein Eigentum, das ich damit schütze. Verstehst du, was ich meine? Ich greife nicht ins Eigentumsrecht des Flüchtlings ein, wenn ich ihn nicht reinlasse. Natürlich. Also er kann... Wenn ich ihm einen Job anbieten wollte... Ja. Dann könnte er den nicht, diese freiwillige Interaktion zwischen uns beiden könnte er nicht vollziehen, weil der Staat sagt, ihr dürft das nicht. Ja, aber da sind wir uns ja einig, dass wir ihn dafür reinlassen würden. Ja, ja, aber das ist ja, da habe ich ja schon zugestimmt. Also das ist sozusagen Alternative, ich bin ja jetzt hier gar nicht... auf Maximalforderungen, sondern alternative Formen von von Migrationsermöglichung, Einwanderung, da bin ich ja ganz offen darüber zu sprechen. Und eins hast du gesagt, auf Transferleistungen verzichten. Ein anderer Punkt ist derjenige, dass jemand, der einen Bürgen hat oder der Arbeit hat, dass der reinkommen kann. Also alle solche Dinge kann man ja regeln. Aber es wäre eine Aggression, wenn das verboten wäre, wenn eine solche Interaktion verboten würde. Naja, absolut. Wenn du da zustimmst, dann sind wir wieder auf dem gleichen Level. Ja, ich habe das also ehrlich gesagt vermutet, weil ich habe das auch irgendwo geschrieben, dass wir wahrscheinlich gar keinen großen Dissens haben, aber wir haben schon den absoluten Dissens, dass ich eben sage, in der jetzigen Situation, wo wir einen Wohlfahrtsstaat haben, sage ich, muss auch an der Grenze dann
kontrolliert werden. Aber es ist eben nicht so schwer, wie man denkt, weil, wie gesagt, man weiß ja, dass die Masse derer, die herkommen, ja nicht vorhaben, beziehungsweise gar nicht berechtigt sind, selbst nach unserem System. Und wenn die vorhätten, einfach nur einen freiwilligen Vertrag mit einem von uns einzugehen, das ließe sich auch noch herstellen. Aber das ist ja gar nicht die aktuelle Situation. Und man muss in der aktuellen, also man kann jetzt nicht, oder nochmal auf den Punkt gefragt, du kannst jetzt nicht einfach die Grenzen aufmachen und du würdest in der jetzigen Situation, mit dem jetzigen Sozialstaat, würdest du einfach keine Grenzkontrollen machen, oder wie? Oder? Ja, was heißt, würde ich, in welcher Position würde ich das tun? Das war ja genau meine Frage eben. Das ist ja die Falle sozusagen, dieses, du musst Partei ergreifen. Da frage ich ja immer gegen, in welcher Situation bin ich? Wenn ich keinen Einfluss habe und nur eine Meinung habe, dann ist es vollkommen egal, welche Meinung ich habe. Dann habe ich keinen Einfluss. Und wenn ich Einfluss habe, dann kann ich aber für das Richtige eintreten. Also wenn ich Einfluss habe, wenn ich Politik mitbestimmen könnte irgendwo, dann würde ich eben diese Maßnahmen, die wir besprochen haben, das heißt also alternative Formen der Ermöglichung von Einwanderung bis hin eben zu Abbau von Handelshemmnissen, dann könnte man das machen. Diejenigen, die sozusagen so fragen, ja, aber jetzt gibt es gar keine Alternative gerade, dem sage ich, ja gut, wenn es jetzt keine Alternative gibt, was fragst du mich? das ist doch genauso, weiß ich was, wenn man sich in anderen Teilen der Welt sozusagen entscheiden muss, ist man für Putin oder ist man für die Ukraine oder so. Und dann sagen, ja, da bekämpfen sich zwei Staatssysteme. Und solange ich keinen Einfluss habe, werde ich daran nichts ändern. Da kann ich nur sagen, es sind beide schlecht. Wenn ich Einfluss habe, dann könnte ich sagen, ja, man kann sich was Besseres vorstellen. Ja. Aber, also dafür sind wir doch Libertäre sozusagen, dass wir uns nicht festnageln lassen darauf, es gibt keine andere Option, als die zwischen CDU und SPD zu wählen. Also das finde ich jetzt nochmal ein sehr gutes Beispiel, weil das sozusagen mein Dilemma veranschaulicht. Ich bin eben, also ich sehe es wie du, ich sage zum Beispiel, habe auch über Putin ja Sachen gemacht und habe dann gesagt, ja, das sind beides Gauner, also die im Westen und die im Osten sind Gauner. Aber deswegen, ich bin ja auch Journalist und Mensch sozusagen, lasse ich es mir nicht nehmen zu sagen, ja, die Aggression geht jetzt in dem Fall eher von den USA aus. Also auch wenn es beides Gauner sind, kann ich ja in der aktuellen, oder ich kann sagen bei der Krim, ja, da regen sie sich drüber auf, dass der eine Volksabstimmung machen lässt. Hier machen sie noch nicht mal Volksabstimmungen und im Irak sind sie einfach eingefallen. Also ich kann ja trotzdem Staaten kritisieren und so ist es ja auch, dass ich sage, ich kann, obwohl ich mir eine andere Welt wünsche, so wie du, kann ich ja Staaten, kann ich die USA kritisieren mit ihrer imperialen Politik und genauso kann ich die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer Flüchtlingspolitik kritisieren. Ja. Also bis, ja, genau, so sehe ich das auch. Also das bedeutet nicht, dass man nicht Unterschiede zwischen Staaten, zwischen dem Handeln von Staaten machen kann. Man kann in vielen Kriegsfällen, kann man schon durchaus auch sagen, wo ist die Aggression losgegangen, auch ohne, dass man für denjenigen, gegen den Aggression begangen worden ist, Sympathie haben muss. Also in dem schrecklichen Krieg Irak-Iran war es ganz klar, dass der Irak den Iran überfallen hat. Das, die Aggression war ganz klar, obwohl im Iran halt Ayatollah Khomeini regierte, mit dem man jetzt nur nicht sympathisiert. Und trotzdem ist die Aggression ist klar. Ja. Aber die, bezogen auf die Frage sozusagen der Flüchtlinge nochmal, ist mein Punkt zu sagen, wenn ich den Staat legitimiere und stärke, ist es die falsche Richtung. Und genau das würde ich auch bei Aggression, bei kriegerischer Aggression sagen. Die Lösung ist nicht zu sagen, ja, dann müssen wir den, gegen den die Aggression gerichtet ist,
bedingungslos unterstützen und diesen Staat ja, sozusagen retten vor dieser Aggression. Ja, Da komme ich, nämlich dann auch in die Position, dass ich unter Umständen ja, die übelsten Formen von Staaten sozusagen legitimiere in ihrer Gegenwehr. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt mit dem Legitimieren. Wir waren vorher bei dem Punkt, da hast du auch gesagt, ja, die Polizei ist sehr ineffizient bei der Bekämpfung der Verbrechen. Wir werden also, aber wir würden beide sagen, es wäre schön, wenn er effizienter wäre. Und da ist meiner Meinung nach die libertäre Position klar, dass das effizienter nicht heißt, dass man Unschuldige überwacht. Aber zum Beispiel, das ist ja das Problem, das der Etatist hat, könnte man sagen, ja, man sollte die Polizei besser ausstatten. Aber wenn du das sagst, es wäre perfekt zu rechtfertigen für einen Minimalstaatler, der sagt, ja, er soll ja Leben und Eigentum verteidigen, also müssen wir ihn besser ausstatten. Damit würdest du ja, aber würdest du dann sagen, das wäre eine Legitimierung des Gewaltmonopols? Ja. Ja, in dem Fall, also die Polizei stärken, ist eben einfach die Illusion nähren, dass die Polizei dazu da ist, uns zu schützen. Ja, aber du würdest doch jetzt zum Beispiel... Sondern da auch alternative Möglichkeiten, Selbsthilfe, Ausweitung von privaten Wachdiensten und so weiter. Das heißt also auch da sozusagen eher in die Richtung der selbstorganisierten Alternativen gehen, als die staatliche Institution zu stärken, die dann eben halt es auch in einer ganz anderen Weise benutzen kann. Wenn ich die Polizei ausstatte, das Verbrechen zu bekämpfen, dann kann sie auch ja, in anderen Fällen Leute, die anderer Meinung sind, verfolgen, was sie dann ja tun. Das war ja zum Beispiel, hast du das nicht mal vor langer Zeit gepostet? Da ging es um den großen Lauschangriff. Und der ist ja durchgesetzt worden mit den zwei Punkten, man müsste Terroristen bekämpfen und Kinderpornografie. Mhm. Und dann irgendwie ein paar Jahre später ist untersucht worden, in welchen Fällen ist denn überhaupt der große Lauschangriff beantragt worden bei Richtern? Und zwar in keinem Fall für Terroristenüberwachung und Kinderpornografie. Das heißt also, da ist der Staat legitimiert worden, etwas zu tun, mit dem Grund, ja, Kriminalität zu bekämpfen. Aber was hat er getan mit dieser Macht? Er hat überhaupt nicht das bekämpft, was wir für Kriminalität halten, sondern hat ganz andere Dinge damit getan. Und das müssen wir einfach sehen. Wenn wir den Staat auf diese Weise ausstatten, dann wird das auf uns zurückschlagen. Ja, ich meine ja natürlich jetzt nicht mit besseren Überwachungsmöglichkeiten, sondern was weiß ich, das halt, das, so wie bei der Bundeswehr, ja, die üben jetzt mit Besenstielen. Das finde ich natürlich nicht gut, weil mit Besenstielen kann man den Staat nicht verteidigen. Die sollen schon, wenn dann, schon richtige Waffen haben. Aber vielleicht versuche ich es nochmal in der Justiz auf einen Punkt zu führen. Es ist ja klar, dass wir zu wenig, also dass die Verfahren dauern viel zu lang. Ja, das ist auch, stört auch den Rechtsfrieden, dass man da und der Grund dafür ist, dass es zu wenig Richter gibt. Und da ist jetzt nicht die Lösung, kannst du ja nicht als Lösung sagen, wir machen private Gerichte. Also, warum nicht? Ja, innerhalb eines Staatswesens beansprucht ja der Staat das Gewaltmonopol. Also muss ja er das auch entscheiden. Weil du hast ja einen Staat. Also wir sind zwar beide dagegen, aber du kannst ja jetzt nicht sagen, du lässt private Gerichte jetzt offizielle, glaube ich, heißt das. Es gibt schon ganz viele Bereiche, in denen nichtstaatliche Schlichtungssysteme. Ja, zwischen zwei streitenden Parteien, aber wie heißt denn das, diese Offizialdelikte, wo es keine, das ist ich beim, keine Zivilstreitigkeiten, sondern da kann ja nur. Da könnte man sich auch Schritte vorstellen, die in diese Richtung gehen würden. Es gibt zum Beispiel Opfer-Täter-Ausgleich. Das gibt es selbst in der Strafjustiz, ist es möglich. Ist im Jugendstrafrecht ist das möglich und das ist sehr effizient.
Erklär mal, was das ist, bitte. Das war, naja, das wird sozusagen durch entsprechend geschulte ja, Sozialarbeiter, Psychologen vorgenommen, dass ein Opfer, also ein Jugendlicher hat etwas gestohlen, etwas zerstört, eine Körperverletzung vorgenommen und wird mit dem Opfer konfrontiert. Mhm. Und es geht darum, dass ein Weg gefunden wird, wie er das wieder gut machen kann. Mhm. Also nicht, dass er irgendwie in den Knast kommt oder dass er irgendwie soziale Arbeit macht oder so ein Unsinn, sondern dass er etwas Spezielles tut. Also zum Beispiel ein Fall, den ich kenne, hatte zwei Jugendliche jemanden den Arm gebrochen. Mhm. Und der war nun in Gips und die wurden konfrontiert. Das war erstens sozusagen für die sehr lehrreich, sozusagen mit dem Opfer konfrontiert zu werden. Und das war dann so, dass die dem in der Zeit, wo er also im Gips war, der Arm, haben die für ihn eingekauft und sind mit dem Einkaufen gegangen, haben ihm Sachen getragen und so weiter. Das hat eine ganz andere Wirkung sozusagen und das war sozusagen außerstaatlich und das. Aber wieso ist das außerstaatlich? Sondern es war sozusagen, es hat die Gerichte nicht belastet. Ich will nur sagen, es gibt auch da andere Möglichkeiten, die Schritte, die man tun könnte, die sehr viel effektiver wären, als einfach jetzt noch mehr Richter zu haben, noch mehr Richter einzustellen. Ja, aber es ist letztendlich auch war eine staatliche Maßnahme und diese Sozialarbeiter wahrscheinlich dann auch staatlich geschult, der das durchgeführt hat. Es ist halt nur aus deiner Sicht eine bessere staatliche Maßnahme. Und vielleicht, aber es ist ja trotzdem immer noch eine staatliche Maßnahme. Also du willst ja da auch, dass der Staat etwas besser macht. Ich will nur darauf hinaus, dass auch ein Libertärer sagen, vielleicht haben wir da trotzdem eine Dissens, aber aus meiner Sicht kann ein Libertärer eben auch sagen, oder ein Anarchist wie wir wollen ihn am liebsten abschaffen, aber in der konkreten Situation halte ich die Maßnahme für besser als die andere Maßnahme. Und ich sage, in der aktuellen Situation halte ich Grenzkontrollen für besser als offene Grenzen. Das ist nicht, ist keine illegitime Position. Also keine logisch widerlegbare Position. Jetzt muss ich mich auch mal kurz einmischen. Jetzt muss ich euch noch mal auf die Probe stellen, ja. Damit wir ja auch noch. Ich meine, ich finde es ja eh schön, ja. Es macht ja auch Spaß, also auch wirklich für mich, euch zuzuhören. Und ich glaube, das tut auch der gesamten Debatte gut, da ja nicht die gleichen Kerben einzuschlagen, sondern eben auch mal ein bisschen aus der Box herauszudenken. Aber jetzt einfach die konkrete Situation: Wir haben halt im Moment jetzt diese Flüchtlinge, die zu 1000 vielleicht täglich hier auf den Weg sind. Man hat ja auch Bilder von anderen Grenzen schon gesehen. Jetzt stellt euch folgende Situation vor, ja. Wir haben hier eine Grenze, die unsere, ja, irgendwo hier vielleicht bei mir gleich, ja, Richtung Österreich, und da sind hunderte Flüchtlinge, die jetzt hier rein wollen. Die Grenze ist zu. Und ich glaube, es war in Tschechien oder so. Und die versuchen halt vielleicht auch irgendwann mal gewaltsam sich Eintritt zu verschaffen, ja. Und jetzt ist meine Frage, was ihr von diesen beiden Standpunkten haltet, natürlich nicht, dass ihr sie haben müsst, aber ich habe sowas auf jeden Fall schon gelesen, dass man natürlich sagen kann, also wenn die Gewaltsamen sich versuchen dazu zu verschaffen, dann sollte man die auch abwehren können, so vielleicht nach dem Motto, dass dann eben dort an der Grenze mein Eigentum verteidigt wird oder es sich hier um Selbstverteidigung handelt. Ich habe aber auch schon Stimmen gehört, die sagen also, dass man die nicht gewaltsam daran hindern sollte. Ich weiß nicht, ob ihr dazu mal kurz Stellung nehmen wollt. Olli, fangen wir mal bei dir an. Wie siehst du das? Ja, also klar, wenn man sagt, man will eine Grenze sichern, dann muss man das natürlich auch gewaltsam tun. Und ich weiß, Stefan wird sagen, ja, eben nicht. Aber das ist genauso, wie wenn ich, wie gesagt, wenn zum Beispiel in anderen Ländern, das wird bei uns auch bald kommen, oder wird, ist auch zum Teil so, private Supermärkte werden ja auch von Sicherheitskräften geschützt, also private Shopping-Malls. Und wenn jetzt da einer, da wirst du kontrolliert am Eingang zum Beispiel, ob du Waffen hast, und wenn der einfach durchstimmt, dann würden die den erschießen. Also es hat nichts mit Staat oder Nicht-Staat zu tun, sondern in dem Fall sagt er derjenige oder stellt derjenige eine Gefahr dar, aber wenn er trotzdem in diesen Supermarkt rein will, natürlich machst du das dann. Also libertär heißt ja nicht, und Non-Aggressionsprinzip heißt nur, dass man keine Gewalt initiiert, aber nicht, dass man nicht keine Gewalt zur Selbstverteidigung ausübt.
Stefan, was kannst du mir dazu sagen? Ja, also das, was Oliver vermutet hat, ist in diesem Fall stimmt in diesem Fall nicht. Wenn sie versuchen, gewaltsam die Grenzen zu überschreiten, dann gibt es schon eine Berechtigung, die mit angemessenen Mitteln daran zu hindern. Also das ist auf jeden Fall, also man kann zwar auch sagen, naja, es gibt so einfach so gruppendynamische Prozesse, wenn Leute da sich versammeln, dann kann es schon sein, dass die zu Gewalt neigen, obwohl sie vielleicht individuell gar nicht so gewaltsam sind. Aber natürlich ist es so, dass Gruppen von Menschen, die sich gewaltsam etwas verschaffen wollen, erstmal gegen das Nicht-Aggressions-Prinzip verstoßen. Und von daher ist da Gegenwehr legitim. Auch wenn es dann in dem Fall die Polizei oder die Grenzbeamten wären. Ja, also das natürlich würde ich mir da auch eben andere Lösungen wünschen. Aber in diesem Fall ist es ja genauso wie eben der, wie wir das bei den bei Gewalt zwischen Staaten, ein angegriffener Staat, der sich wehrt, das hat eine andere ist eine andere moralische Kategorie als derjenige, von dem die Gewalt ausgeht. Und in diesem Fall ist es auch so, dass die Grenzbeamten, die Grenzpolizisten, die diesen gewaltsamen Angriff abwehren, haben nicht die gleiche moralische, negative moralische Wertung wie diejenigen, die diesen Angriff starten. Ja, danke auf jeden Fall. Da fällt mir auch noch was ein. Jetzt habe ich euch eine Stunde lang locker gelassen. Jetzt komme ich ein bisschen in Fahrt. wenn wir jetzt mal so Szenarien beschreiben würden, die vielleicht auch, also in meinen Augen, beide realistisch auch irgendwo sein könnten. Auf der einen Seite, dass eben es keine Regularien gibt oder keine Möglichkeiten und vielleicht wirklich da jetzt einfach komplett unkontrollierte Flüchtlingsströme wirklich ins Land kommen, die dann auch nicht mehr zu bewältigen sind, einfach logistisch, organisatorisch. Und wenn dann, so wie du eben beschrieben, mit planwirtschaftlichen Methoden, die einfach nur hochgehen können, ja, oder halt nicht funktionieren können. Wie seht ihr so diese Situation? Welche Gefahren birgt es eurem Anschein nach? Oder was könnte da auf uns zukommen? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt wirklich wieder die Grenzen dicht machen und ja, es gibt ja doch auch so eine gewisse Stimmung, so dieses, ja, ich möchte es ungern nationalistisch nennen, aber mir fällt auch kein anderer Begriff ein, der das ja auch irgendwo ein bisschen schürt, so, ja. Was für mich dann auch eine andere Form der Negativvariante hätte. So, es gibt ja auch viele, die eben jetzt den Flüchtling immer noch als das Problem sehen und dann eben den starken Staat fordern. Wie seht ihr so diese beiden Szenarien vielleicht ganz kurz noch angeschnitten, welche Gefahren birgen sich da drin? Ja? Stefan, willst du zuerst oder soll ich? Mach du jetzt zuerst. Ja, also einerseits, also ist klar, ich sehe mehrere Gefahren. Also die offensichtliche Gefahr ist durch die steigende Kriminalität, die ist nicht wegzuleugnen, hast du dann auch mehr Staat. Ja? Zum Teil wird sogar schon. Also da werden solche Dinge auch wie diese Gesundheitskarte dann vorgeschlagen, ja, also mit der elektronischen, fast schon wie den Chip und so weiter. Also in the long run wird das kommen, dass die durch dieses Chaos, das dort
verursacht wird, wird sich der Staat weiter ausdehnen, der wird das benutzen als Argument, ja, zum Beispiel die Flüchtlinge registrieren, könnte man doch auch mit dem Chip machen, bei Flüchtlingen werden die Leute dann sagen, ja, ja, bei den Flüchtlingen könntest du zurückmachen, die nächste ist die Bevölkerung selber, die gechippt wird, also dieses Chaos, das hier meiner Meinung nach eben zumindest von Teilen bewusst erzeugt wird, von Teilen der Eliten bewusst erzeugt wird, aber ist ja egal, wird dann benutzt werden, um den Staat weiter auszudehnen. Die Unruhen in der Gesellschaft wird steigen. Rechte Parteien werden hochkommen, was uns natürlich als Libertäre nicht recht sein kann. Ja. Aber es muss man auch differenziert sehen. Es ist auch nicht alles negativ. Also zum Beispiel, das ist ja auch oft wundern sich Leute oder was, zum Beispiel feiere ich, dass die deutsche Nationalmannschaft da die WM gewonnen hat. Das ist aber nicht. Das hat nichts mit Nationalismus oder mit Staatsnationalismus zu tun, sondern ich fühle mich natürlich als Deutscher eher den Deutschen zugehörig und freue mich der deutschen Nationalmannschaft, aber das heißt ja nicht, dass ich für staatliche Grenzen bin, ja, oder was weiß ich, hier Bayern München, das ist doch klar, es ist also natürlich, dass man die Leute in seiner Umgebung, dass man dann eher als Bayer agiert, ja, oder für Bayern argumentiert als für Hessen und so weiter, und in dem Fall, so viel Angst man haben muss tatsächlich oder Sorge gegenüber einer Erstarkung eines Nationalismus, ist es positiv im Sinne gegen dieses EU-Imperium. Also die Deutschen lassen ja sehr viel mit sich machen, also jetzt sage ich mal als Kollektiv oder Durchschnittsdeutsche, was die EU befiehlt. Und da ist ja mein Credo immer so regional wie möglich. Also ich will also, dass München über sich selbst entscheidet, Bayern über sich selbst entscheidet, aber halt auch lieber eine Entscheidung in Deutschland als in Europa und lieber in Bayern als in Deutschland und so weiter. Insofern könnte das, weil die EU ist eine ganz schlimme Einrichtung, die EU-Kommission, also die Institutionen, und wenn, sagen wir mal, der Patriotismus wieder aufflammt, könnte das natürlich auch gegen die EU als Institution gehen und gegen den Euro zum Beispiel. Also eine nationale Währung ist auch ein bisschen besser, ja, als eine internationale Währung. Und in Deutschland hätte man vielleicht zum Beispiel, wir sind ja alle für freien Währungswettbewerb, aber wenn man zum Beispiel den Jens Weidmann hört und so weiter, der auch weiß, eine goldgedeckte Währung ist besser. Also wäre zum Beispiel eine goldgedeckte deutsche Währung, wäre wiederum besser als eine nicht gedeckte europäische. Also es könnte auch sein, und zum Beispiel die AfD, die auch da fischt bei diesen Wählern unzweifelhaft, bei den eher Rechten, haben aber auf der anderen Seite wiederum auch Leute dabei, die Hayekianer sind und für Währungswettbewerb. Also wenn man sehr viel Glück hätte, das glauben wir alle als Libertäre natürlich nicht, dass das irgendwie gut ausgeht wahrscheinlich, aber aus etatistischer Sicht oder aus Staatssicht könnte es auch positive Anteile haben, dass man sich darauf besinnt, dass man Entscheidungen im eigenen Land trifft und da eventuell auch eine eigene Währung und so weiter. Es ist nicht alles nur komplett negativ, sagen wir es mal so. Ja, ich bin mit dir, was Lokalpatriotismus betrifft, vollkommen einer Meinung. Und ich bin auch einer Meinung, was Nationalgefühl betrifft, bezogen auf die eigene Geschichte, die Sprache. Ich bin deutscher Schriftsteller und kann mir nicht vorstellen, in einer anderen Sprache zu schreiben. Ich liebe die deutsche Sprache. Ich liebe nicht den deutschen Staat. Ja, genau. Und das muss man unterscheiden. Leider ist das ja eine Fusion eingegangen, sozusagen dieses Nationalgefühl. Das war bei den klassischen Liberalen wie Humboldt nicht so. Da war die Nation überhaupt, hatte gar nichts mit Staat zu tun. Mhm. Aber leider ist ja dieses Junktum geschaffen worden. Und da ist eben die Tendenz die, dass man sagt, ja, man will die Grenzen dicht haben. Aber natürlich würde man nicht eine Abspaltung von Friesland oder von Bayern oder so dulden. Oder auch eben andere Aspekte, den haben wir gar nicht jetzt diskutiert, weil Oliver den natürlich nicht vertritt. Aber es gibt ja auch eine Tendenz, sozusagen die Flüchtlinge gar nicht wegen der Transferleistungen an sich zu kritisieren oder das als Problem zu sehen, sondern zu sagen, ja, die kommen irgendwie mit einer fremden Kultur oder mit einer anderen Religion und die dürfen
keine Moscheen bauen. Und ja, natürlich, klar, wenn die auf ihrem eigenen Grund und Boden eine Moschee bauen, warum dürfen sie keine Moschee bauen? Also warum dürfen die Christen auf ihrem Grund und Boden, ist ja zum großen Teil gar nicht ihr Grund und Boden, aber gehen wir mal von dieser Fiktion aus, dass es ihr Grund und Boden ist, eine Kirche bauen und Muslime nicht eine Moschee bauen. Und wenn Belästigungen ausgehen, Geräuschbelästigungen von der einen oder anderen Institution, dann muss das mit den Nachbarn geklärt werden. Also sozusagen diese Form von Nationalismus, wiedererstarkten Nationalismus, sich darauf bezieht, wir haben das Recht auf eine homogene Zusammensetzung des Staatsgebietes. Das ist natürlich katastrophal. Also wenn sich das durchsetzen würde, dann haben wir ein echtes Problem und ganz bestimmt keinen Schritt auf die Freiheit zugemacht. Vielleicht kurz gefragt, seht ihr das als reelle Entwicklung im Moment? Seht ihr da Tendenzen, die in so eine Richtung gehen und dass dann vielleicht die positiven Effekte, die der Oliver eben auch angesprochen hat, dass man sich dann vielleicht von der EU ein bisschen mehr abkapselt, als einfach zu gering, als das in Kauf nehmen zu wollen? Also ich sehe es so, dass die ihre, natürlich skrupellos weitermachen und die EU-Imperium bauen und die Vereinigten Staaten von Europa, wie ja mein aktuelles Buch heißt, vorantreiben werden und immer einfach, der Etatist ist ja auch nicht völlig blöd, der Etatist passt natürlich seine Argumentation an die Situation. Ja. Also wir werden es in den nächsten Wochen erleben, dass die Flüchtlingsfrage dazu genutzt wird, zu sagen, ja, hätten wir einen europäischen Staat, dann wäre das ganz klar, dann würden wir die Außengrenzen sichern, würden das regeln, dann würde der europäische Zentralstaat auch regeln, welche Länder wie viele Flüchtlinge bekommen. Also in Deutschland wird man das wird im Ausland natürlich dann in Frankreich wahrscheinlich nicht so ankommen, weil sie dann, oder in denen, die wenig Flüchtlinge aufnehmen, nicht so ankommen, aber in Deutschland wird man das benutzen. Seht ihr, hätten wir einen europäischen Staat, dann gäbe es dieses Problem nicht, das sie in Wirklichkeit selber geschaffen haben. Also der Etatist lässt sich dann wahrscheinlich in jedem Land auch was anderes einfallen, also der Euro-Etatist sozusagen. Und ich sehe 100, also ich bin ja extrem pessimistisch, was die Europäische Union anbelangt, deswegen wandere ich ja auch aus. Also selbst wenn die positiven Effekte, die ich aufgezählt habe, das meine ich eigentlich eher sozusagen gesellschaftspolitisch, aber dass das Auswirkungen hat, glaube ich nicht, sondern die werden ihren Plan durchziehen. Aber ich glaube eben, dass der Plan am Ende nicht aufgeht. Also dass die wollen ja einen, ich zitiere hier alle in meinem Buch, diese Kreise, die einen Weltstaat wollen, die werden alle keinen Erfolg haben. Weil das ist auch eine Lehre, oder wenn man sich damit beschäftigt, du kannst auch einen Bayern nicht zu einem Berliner machen, du kannst einen, also dieses, oder ich merke das auch, da in den Philippinen ist zum Beispiel Amtssprache Englisch, aber trotzdem haben die da dann noch 1000 verschiedene Dialekte, die man gar nicht alle lernen kann. Die Leute wachsen in ihrer Umgebung auf und die versuchen ja diesen Einheitsmenschen zu schaffen, da hat ja auch die Flüchtlingsfrage was damit zu tun, aber das gelingt nicht. Die Leute behalten ihre regionalen Eigenheiten, die eben viel mit der Sprache, aber auch mit der Kultur verbunden sind. Es wird also nicht aufgehen, das wird aber die Institutionen und die hinter den Institutionen stehenden Mächten nicht daran hindern, ihre Agenda voranzutreiben. Also ich bin mittelfristig extrem pessimistisch, was Europa anbetrifft, aber langfristig, das wird der Inhalt meines nächsten Buches sein, bin ich total optimistisch, dass wir in einer Privatrechtsordnung landen, weltweit. Das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort. Obwohl, da wollte ich eigentlich auch noch zu sagen, vielleicht auch ein Schlusswort, eine Ergänzung, auch nicht eine Erwiderung. Ich bin jetzt nicht so mit Prophetie beschäftigt, aber ich will jetzt auf der anderen Seite ergänzen. Oliver hat gezeigt, wie die Diskussion dazu benutzt wird, um gerade auch die EU-Institutionen wieder zu stärken. Das ist das Ziel von Merkel, auf jeden Fall. Aber das Fatale ist eben, dass genauso auf der anderen Seite dieser Nationalismus eben genauso dann wiederum in einer Staatsstärkung mündet.
Nämlich der Staat soll dann mir sichern, nicht nur, dass ich keine Transferzahlungen an Flüchtlingen zu leisten habe, sondern auch, dass ich dass es da keine Muslime in meiner Umgebung gibt oder andere Personen, die ich wo ich denke, dass das die Reinheit meiner Nation beschädigt. Und das heißt also, diese Konzeptionen, die ja zumindest in manchen Ländern, also in Frankreich, schon sehr stark sind, in Deutschland vielleicht auch wieder erstarken. Auf jeden Fall, die gibt es auch. Und das Fatale eben daran ist, dass sie eben nicht eine Reduzierung von Staatstätigkeit herbeiführen, sondern das ist nur eine andere Konzeption von Maximalstaat ist. Ja, jetzt wollte ich schon fast sagen, sind natürlich alles keine schönen Aussichten, aber ich enthalte. Ja, da hast du jetzt, ich habe gesagt, ich bin ja jetzt nicht so prophetisch, ich sehe das nicht so, ich sage weder positiv noch negativ, sondern es gibt diesen schönen alten Spruch, du hast keine Chance, aber nutze sie. Also, das ist, guck mal, als ich Murray Rothbard im Gepäck hatte, 1980 war das. Da war ich 24 Jahre alt, hätte das entdeckt als Anarcho, als Linksanarcho in San Francisco. Da war ich ganz alleine hier in Deutschland. Und das war, also ich war irgendwie so sozusagen der ganz Verrückte, der das vertreten hat. Und wenn man sich das anguckt, welcher Weg da geführt hat dahin, dass wir heute eine solche Debatte führen und dass es Leute gibt, die sich dafür interessieren und so, da muss ich sagen, da hat sich eine Menge getan und da kann sich auch noch mehr tun. Ja, muss auf jeden Fall. Also insofern finde ich es auch gar nicht mehr so schade, dass es jetzt ja keine hitzige Debatte wurde, sondern dass wir eigentlich die freiheitlichen Möglichkeiten vielleicht auch einfach mal angesprochen haben, die viele so gar nicht mehr in Betracht gezogen haben, weil sie vielleicht auch natürlich berechtigt auch überfordert sind, vielleicht diese Positionen zu durchdenken. Ihr habt natürlich auch nochmal so eine Art Schlusswort, falls ihr da noch einen abschließenden Satz sagen wollt, aber ich denke, dass eins auf jeden Fall klar geworden ist, egal was wir tun, wir sollten auf jeden Fall darauf achten, den Staat nicht zu vergrößern und jetzt nicht eigentlich genau das Falsche wollen. Vielleicht hast du da noch ein paar abschließende Worte, Olli, wie würdest du, oder was möchtest du den Zuhörern vielleicht jetzt noch mit auf den Weg geben? Wie sollte man sich in der kommenden Zeit verhalten? Oder? Ja, also in Bezug auf die Diskussion werde ich also weiterhin kritisch bezüglich des Verhaltens des Staates bleiben. Und auch wenn es natürlich Stefan ein bisschen anders sehen wird, ich sage, man drückt sich um eine Antwort, wenn man sagt, ja, ich hätte lieber das so und so, wie wir es beide haben wollen, aber ich sage jetzt nichts dazu, was oder wenig dazu, was der, wie es der Staat jetzt falsch macht. Also ich werde weiterhin das kritisieren, dass eben nicht an der Grenze kontrolliert wird. Oder meinst du noch individuelles Verhalten oder wie? Individuell würde ich auswandern, das tue ich. Ja. Ja, das ist natürlich sehr schade, wenn die Kritiker auswandern. Aber ich werde nicht ruhig bleiben. Ich werde per Skype und per Video und ich werde präsent bleiben und Bücher schreiben. Ja, also ich sehe das so, dass ich mir wünsche, dass mehr Menschen sich diesem Parteiergreifungsdruck widersetzen, die sich den falschen Alternativen widersetzen, die sich widersetzen der Behauptung, man müsste in einer alternativlosen Situation eine Entscheidung treffen, weil das immer dazu führt, dass das Verhängnis unterstützt wird und stärker wird. Also das wäre sozusagen mein Wunsch aus dieser Debatte, und das war irgendwie ein Anfang, dass wir halt so sachlich miteinander sprechen konnten und verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Alternativen diskutiert haben, ohne in diese
widerliche Beschimpfungsorgien zu verfallen, wo ich denke, sie sind alle verrückt geworden. Das stimmt. Ja, schöner hätte ich es nicht sagen können, aber ich hätte natürlich auch eingeschritten. Aber okay. Ich fand es auch eine super angenehme Runde mit euch beiden. Also war für mich auch wirklich interessant, das zu hören. Und ich glaube, es ist schon auch wichtig, sich selber immer wieder hinterzufragen, gibt es nicht vielleicht auch noch eine andere Möglichkeit oder ist es doch immer besser, den einfachen Weg, eben diese vorgefertigten Optionen einfach blind nachzurennen? Ich denke nicht, und ihr beide habt es heute auch wieder super bewiesen, dass man sein Hirnchen da oben eben nicht nur zum Nachplappern eingepflanzt bekommen hat. Ne? Ja, schön, vielen Dank. Ja, bedanke mich auch, war toll. Ja, super. Okay. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, und dann hören wir das demnächst. Genau.